Mit dem KAC 2 kommt es zum Duell der Farmteams in der Eisarena. Timo Lewiocki muss auf Lukas Schreier und Nico Feldner verzichten, die in der EBL zum Einsatz kommen. Auch Dennis Lobach ist weiterhin bei den Bullen in München im Einsatz. Für die Hausherren ungewohnt drücken die Gäste in den Anfangsminuten dem Spiel ihren Stempel auf. Doch mit Fortdauer läuft es für die Juniors besser. Im Powerplay kommen die Mozartstädter dem Führungstreffer schon sehr nahe. Doch Jakob Holzer kann seinen Kasten noch sauber halten. Wieder Angriff über den linken Flügel und abermals scheitert Stürmer Paul Huber an Goalie Holzer. Dann die Kärnten im Vorcheck. Doch bei den wenigen Angriffen ist Nico Wieser im Tor der Juniors auf dem Posten. Auf der Gegenseite wieder die Juniors. Rebernick holt sich die Scheibe in der Ecke, spielt weiter zu Wirt und der legt auf für Nordberg. Zu unplatziert, keine Gefahr für Holzer. Die Salzburger tun sich schwer im Drittel 1. Trotz zahlreicher guter Aktionen will das erlösende Tor nicht gelingen. Beim Rebound von Rebernick ist abermals Holzers Fanghand dazwischen und verhindert die Führung. Dann Salzburg in Unterzahl. Aber der KAC kann das Powerplay nicht nutzen. Wieder ist Wieser ein sicherer Rückhalt. Und so geht es mit einem 0:0 in die erste Drittelpause. Die Juniors starten in den zweiten Abschnitt in Unterzahl. Klagenfurt baut auf und über zwei Stationen kommt die Scheibe zu Dennis Sticher. Der scheitert aber an Wieser. Die Zuseher warten weiter auf das Salzburger Führungstor. Wir springen vor zur Minute 30. Kampf um die Scheibe in der Ecke. Evertsen zu Maisari, der abzieht, und Bastian Eckel ist es, der den Rebound zur 1:0 führen lässt. Für den deutschen Stürmer ist es sein Premierentor in der AHL. Bei den Juniors ist der Knoten geplatzt, nur 3 Minuten später. Nordberg sieht den freistehenden Frandl und der versenkt die Scheibe routiniert zum 2:0. Nach überstandener Verletzung ist es auch für Frandl das Premierentor in der AHL. Der KAC kann nichts mehr dagegen setzen und so geht es mit dem 2:0 zum zweiten Mal in die Kabinen. Im Schlussabschnitt haben die Juniors das Spiel weiter im Griff. Nur vereinzelt setzen die Gäste aus Klagenfurt Akzente in der Offensive. Das beste Powerplay der Liga, die Juniors, bleiben am heutigen Abend aber farblos. Nach einem Timeout 2 Minuten vor Schluss nehmen die Kärntner den Goalie vom Eis. Mit einem Mann mehr werfen die Gäste alles nach vorne. Es zahlt sich aus. Simon Hammerle erzielt den Anschlusstreffer zum 1:2. Wieser mit der Stockhand fast noch dran. Es wird noch einmal spannend. Der KAC weiter mit einem Mann mehr. Doch den Schlusspunkt setzen die Salzburger. Gutes Vorchecking von Kokila. Die Scheibe kommt zu Kapitän Witting und der befördert den Puck 1 Minute vor Schluss von der eigenen blauen Linie ins leere Kärntner Tor. Die Entscheidung ist gefallen. Mit dem 3:1 Erfolg setzen die Red Bull Hockey Juniors ihren Siegeszug in der Eisarena weiter fort und behaupten ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Im Slot, da müssen wir einfach effizienter sein und die Chancen einhauen. Und das stimmt auch, dass man, wenn wir am Anfang gerade durchschießen, dann wird es immer schwieriger. Die Nerven liegen vielleicht dann nach der Zeit blank, aber ich finde, heute haben wir uns gut zurückgekämpft und ja, haben verdient das Spiel gewonnen. Ja, es war ein wirklich intensives Spiel, es war körperbetont, es war schnell. Wir haben, glaube ich, beide Mannschaften haben alles gegeben und die Scheibe ist halt für uns nicht so glücklich gekauft hin und wieder. Aber das ist einmal so im Sport und ich glaube, das war eine gute Partie zum Anschauen auch.